Hey, liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Alltag geblubbert. Ich habe jetzt eine Woche lang ein bisschen Blubberpause gemacht, also die Kamera mal nicht mit in meinen Alltag genommen. Es ist aber auch nichts Aufregendes passiert. Ihr habt also gar nichts verpasst, bis auf vielleicht ein Buch, das ich in dieser Woche gelesen habe. Frisch eingezogen habe ich es direkt begonnen und auch ganz schnell beendet. Nordseenacht von Hannah Heffner. Das ist übrigens ein Debütroman. Da ich ihn jetzt so schnell durchgelesen habe, könnt ihr euch vorstellen, dass er mir sehr gut gefallen hat. Mehr dazu werde ich euch dann in Kürze in meinem Lesemonat erzählen. Heute ist wie gesagt Samstag und ich habe heute mein neues Bookopoly abgedreht. Das heißt, ich kann euch jetzt schon mal ganz kurz zeigen, welche Bücher euch jetzt hier in den nächsten Wochen, ja nicht eigentlich nicht euch begleiten, sondern welche mich begleiten werden, welche euch aber in den nächsten Wochen hier in meinen Vlogs über den Weg laufen werden. Das ist zum einen The Passengers von John Mars. Dieses Buch habe ich auch heute tatsächlich schon angefangen. Nee, gestern. Gestern Abend habe ich reingelesen und heute habe ich schon ein Stückchen weitergelesen. Und wenn ich jetzt gleich Feierabend habe, wenn ich gleich mein Bookopoly fertig geschnitten habe, dann werde ich mich mit diesem Buch auf die Couch begeben und den ersten Abschnitt auch zu Ende lesen. Denn ich lese dieses Buch, wie man es unschwer erkennen kann, in einer Leserunde. Dann ist auf meiner Bookopoly-Leseliste dieses Buch gelandet. Opfer von Jesper Wung Sung. Außerdem Das andere Mädchen von Christian White. Als Buch Nummer 4, Perfect Match, wie ich aus Versehen einen Popstar küsste, von Beth Allen Summer. Und zu guter Letzt Royal Blue von Casey McKiston. Ich freue mich tatsächlich auf alle 5 Bücher, die ich mir erwürfelt habe, was ein gutes Zeichen für meine Bookopoly-Videoreihe ist. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon jetzt, obwohl ich die letzte gerade erst gedreht habe, aber ich freue mich schon jetzt auf die nächste Runde. Wobei, so happy ist er eigentlich gar nicht. Ich bin heute sehr früh aufgewacht und als ich dann gehört habe, was heute Nacht in Stuttgart los war, hat sich mir direkt der Magen umgedreht. Das war definitiv kein schönes Erwachen und die Bilder, die, meine Güte, also was da abging, die Krawalle, die Plünderung, die rohe Gewalt, das ist was, was mich richtig erschreckt. Die sinnlose Gewalt gegen Geschäfte und dann gegen die Polizeikräfte. Heieieiei. Aber wisst ihr, was mich mindestens genauso erschreckt und mir noch mehr Angst macht? Das sind die Stimmen, die unter dem Hashtag Stuttgart in den sozialen Medien jetzt in den letzten Stunden zu lesen waren. Der Aufschrei ist verständlicherweise groß, aber es beginnt sofort die Hetze. Es war die Antifa, es waren nur Ausländer, nur junge Männer, junge arabische Männer und was da wieder durch die Medien ging. Das ist wirklich angsteinflößend. Es wird sofort nach einem Schuldigen gesucht, was natürlich auf der einen Seite richtig ist, aber es ist sicherlich nicht so einfach. Ja, und anstatt jetzt erstmal den Mund zu halten und abzuwarten und die Leute, die ermitteln, ihre Arbeit machen zu lassen, ist jetzt wirklich der Aufschrei groß und es wird gehetzt und es ist so widerlich. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und deswegen habe ich auch relativ bald den Bildschirm wieder ausgemacht und habe mich heute raus in den Garten verzogen, habe dort eine tolle Lesezeit genossen, habe mich in meine Bücher geflüchtet und von den beiden Büchern möchte ich euch jetzt so ein kleines bisschen erzählen. Zum einen habe ich ja hier dieses Wochenende mit The Passengers von John Mars begonnen und ich bin jetzt mit dem zweiten Abschnitt, den wir uns eingeteilt haben, fertig, bin auf Seite 148 und bin so megamäßig begeistert von diesem Buch. Herrje, der Autor weiß ganz genau, was er macht und wie er es richtig gut machen kann. Ich bin wirklich überwältigt und eigentlich finde ich es toll, dass wir uns in der Leserunde wieder so schön austauschen können, aber auf der anderen Seite ärgere ich mich auch total, dass es eben diese Leseabschnitte gibt, dass ich jetzt nicht sofort weiterlesen kann. Natürlich ist es schöner, so ein Buch richtig auszukosten und da jetzt nicht so durchzuhetzen, aber
irgendwie will ich am liebsten weiterlesen. Gut, dass ich mir dafür, für diesen Fall, noch ein zweites Buch auf die Seite gelegt habe. Und das habe ich auch gestern Abend noch begonnen. Ja, das ist jetzt absolutes Kontrastprogramm. Perfect Match, wie ich aus Versehen einen Popstar küsste, von Beth Allen Summer. Hier habe ich jetzt erst die ersten 30 Seiten gelesen. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann, was mir positiv aufgefallen ist, dass diese YouTuberin hier eben nicht so klischeehaft beschrieben wird. Ich würde sagen, in 80-90% der Bücher, in denen es um YouTuberinnen oder um Influencerinnen geht, werden sie doch sehr klischeehaft, sehr oberflächlich dargestellt. Da wird, ich kann mich erinnern an, hinter mir steht Offline, ist es nass, wenn es regnet. Da geht es ja auch um eine sehr große Influencerin, die, ja, sehr klischeehaft dargestellt wird. Die fotografiert, die richtet ihr Müsli morgens, ihre Bowl sehr schön an und fotografiert die für Instagram und sagt, die lasse ich mir jetzt schmecken, und dann ist die Kamera aus und sie schmeißt das Ganze in Müll, weil sie ja nichts essen kann, weil sie ja sonst zunimmt. Sehr überspitzt, sehr klischeehaft, und das passiert hier eben nicht. So ist zumindest mein erster Eindruck. Ja, Lacey ist eine YouTuberin, sie hat 500.000 Abonnenten auf YouTube, sie hat die typischen Sprüche drauf, sie macht ihre Make-up-Tutorials, aber es wird auch gesagt, dass sie super viele Produkte von verschiedenen Firmen zugeschickt bekommt, auch dubiose Sachen sind dabei, und die würde sie nicht mal mit der Kneifzange anfassen zum Beispiel. Das ist also ein Punkt, der mir schon auf den ersten Seiten sehr positiv aufgefallen ist. Mehr kann ich zu diesem Buch aber bisher nicht sagen. Ich freue mich aber jetzt schon darauf, heute Abend so ein bisschen weiterzulesen, weil ich ja leider hier mit The Passengers für heute pausieren muss. Mittlerweile haben wir es übrigens schon kurz vor fünf, glaube ich, so halb fünf, kurz vor fünf. Deshalb werde ich mich jetzt an den Herd stellen. Ich habe in der letzten Ete-Petete-Box zwei Kürbisse drin gehabt, und ich werde jetzt versuchen, eine leckere Kürbissuppe zuzubereiten. Ist auch schon ewig her, dass ich mal eine gekocht habe. Und jetzt werde ich einfach so ein bisschen improvisieren, gucken, was ich da habe, und mal sehen, ob das was wird. Dass heute tatsächlich schon Freitag ist und dass ich diese Woche meine Vlog-Kamera total ignoriert habe. Eigentlich solltet ihr heute am Freitag diesen Vlog sehen, aber wahrscheinlich seht ihr diesen Vlog jetzt erst von mir aus gesehen eine Woche später. Das liegt daran, dass der Sommer über uns hereingebrochen ist, und all diejenigen, die in einer Dachgeschosswohnung wohnen, ihr könnt jetzt alle mal eure Hand heben, die können mich sicherlich verstehen. Es ist so warm hier bei mir. Ich habe gerade geschaut, ich habe genau 30 Grad im unteren Bereich meiner Wohnung, im oberen Bereich werden es noch ein paar Grad mehr sein, und es ist einfach so warm. Auch in meinem Büro ist es relativ warm, das heißt, ich komme abends nach Hause, bin total geschlaucht und mag mich dann einfach nicht mehr bewegen und kann mich auch nicht mehr wirklich dazu motivieren, irgendwie was zu machen, außer sich hinzufletzen, zu lesen, Serie zu gucken. Fertig. Heute wird sich aber nicht hingefletzt. Heute findet die Eröffnung des Fisherman's statt. Wer oder was genau das Fisherman's ist, das seht ihr jetzt. Am Samstag
Wir hatten gestern Abend ein richtig schönes kleines Einweihungsfestchen in wirklich ganz kleiner, gemütlicher Runde. Wir haben schön Tischkicker gespielt und haben in gemütlicher Runde beisammengesessen, haben ein bisschen was getrunken. Das war richtig, richtig schön. Jetzt ist aber Samstag und ihr habt es nicht anders gewollt. Ich werde euch jetzt so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit werfen lassen. Ihr werdet jetzt die Anker von 2006 kennenlernen. Das ist das Jahr, in dem ich mein Abi gemacht habe. Und übrigens ist es auch das Jahr, in dem mein Blog das Licht der Welt erblickt hat. Das ist aber ein anderes Thema, darum soll es mal in einem anderen Video gehen. Wir hatten im letzten Vlog darüber gesprochen, dass ich eben auf meine alte Abi-Zeitung gestoßen bin und dort auch den Text gefunden habe, der damals über mich geschrieben wurde. Wie war ich damals? Wie bin ich damals wahrgenommen worden? Das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Vielleicht ganz kurz noch zum Abi-Motto. So sieht übrigens die Abi-Zeitung aus. Abi-Phobie. Wir haben das Ganze so ein bisschen in die medizinische Richtung wandern lassen. Und deshalb sieht unsere Abi-Zeitung auch so ein bisschen aus wie so eine Medikamentenschachtel. Abi akut zur Behandlung von Abi-Phobie. Endlich wieder psychisch stabil innerhalb von nur 9 Jahren. Wenn ihr Ankers Geblubber schon ein Weilchen verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ganz gerne mal mit meinen Haaren experimentiere. Ich habe schon sämtliche Frisuren und verschiedene Farben durch. Das, was ich euch jetzt zeige, das habt ihr so aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Denn ja, ich hatte damals irgendwie den Spleen, ich wollte eine Dauerwelle ausprobieren. Ich wollte unbedingt ein Lockenkopf sein. Jetzt denkt ihr euch oder fragt ihr euch, wie soll denn bitte das funktionieren? Es hat funktioniert und war auch gar nicht so schlecht. Also guckt mal her. Das sind meine Abi-Fotos. Einmal Anka mit Locken. Als Einleitung ein kleiner Steckbrief. Einmal der Name, dann das Geburtsdatum. Als Kurse hatte ich damals Englisch, Französisch und Spanisch. Und die Diagnose, jeder von uns brauchte natürlich eine Diagnose, an der er krank war und von der er jetzt eigentlich geheilt ist, ja, mehr oder weniger. Meine Diagnose war Salsa-süchtig, denn das war so die Zeit, in der ich wahnsinnig viel und gerne Salsa getanzt habe. So, aber jetzt lasst uns mal einen Blick in den Text werfen. Er beginnt folgendermaßen. Als Anka im Juli 2001 aus Kiel zu uns kam, verstanden wir sie nicht und sie uns nicht. Ja, das war tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt es euch vorstellen, ich bin ein Fischkopf, ich komme aus dem hohen Norden und bin dann hier im tiefsten Schwabenländle gelandet und hatte dann plötzlich eine komplett neue Sprache zu lernen. Doch in der Zwischenzeit sind die Sprachbarrieren abgebaut und unser kleiner Fischkopf hat sich, auch wenn sie es weder will noch gerne zugibt, unsere Landessprache zu eigen gemacht. Das stimmt gar nicht. Ich schwäbel nicht. Natürlich kann es schon mal sein, dass mir so ein paar Wörter rausrutschen, aber ich habe schon darauf geachtet, dass ich mir das Schwäbische nicht aneigne. Ich finde es super süß, ich höre es sehr gerne, aber mir selbst steht es irgendwie nicht und ich finde es ganz schwierig, wenn man versucht, das zu sprechen, obwohl man es eigentlich auch gar nicht will und das hört sich immer ganz, 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 ganz komisch an. Deswegen wehre ich mich auch heute noch, das heißt, in diesem Punkt habe ich mich nicht verändert. Nein, ich schwätze kein Schwäbisch. So passiert es gerne mal, dass sie aus Versehen anfängt zu schwäbeln, ja, da haben wir es, und sich danach darüber ärgert, dass sie keinen gescheiten deutschen Satz mehr zustande bringt. Oh ja. Auch das schwäbische Motto, schaffe, schaffe, Häusle baue, hat sich ihre Familie schon zu Herzen genommen. Und so kann man sie seit Anfang des Jahres als waschechte Blubberhausenerin in ihrem neuen Haus besuchen. Dort verbringt sie ihre Zeit gerne mit Lesen, Musik hören oder vor ihrem Computer, ja, mit dem sie Beziehungen zu Menschen in aller Welt pflegt. Ja, ich habe in meiner Jugend super viele Brieffreundschaften gepflegt. Ich habe es geliebt zu schreiben, ich habe es geliebt, neue Leute kennenzulernen, habe unzählige Briefe in die Welt rausgeschickt. Ich hatte Brieffreundinnen und Brieffreunde in Japan, in den USA, in Australien, überall irgendwie hatte ich Kontakte und das war schon eine ziemlich, ziemlich coole Zeit. Wer Anka zu Hause nicht antrifft, hält am besten nach einem kleinen, leuchtend roten Polo-Ausschau, den sie liebevoll Elfi nennt und gegen kein anderes Auto dieser Welt eintauschen würde. Das war mein erstes Auto. Ich habe Elfi so sehr geliebt, mein kleiner roter Flitzer. Elfi hat mir aber auch ziemlich viele Probleme beschert. Ich bin mit ihr öfter liegen geblieben, auch einmal, als ich auf dem Weg war zu einer Preisverleihung. Da wurde ich ausgezeichnet nach meiner Ausbildung. Und bin aber leider nicht ganz nach Friedrichshafen an Bodensee gekommen, weil ich unterwegs liegen geblieben bin. Und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, als ich Elfi damals abgegeben und gegen ein neues Auto eingetauscht habe,
Ich habe geweint. Ich habe geweint. Und das war auch der Tag, an dem ich mir geschworen habe, dass ich keinem Auto mehr einen Namen geben werde, keine persönliche Bindung mehr mit meinem Auto aufbauen möchte, weil der Abschied einfach zu schlimm war. Bislang hat sie ihre Elfie noch überall sicher hingebracht, was hoffentlich auch so bleiben wird. Ja, hat leider nicht so ganz geklappt. So zum Beispiel zu sämtlichen Salsa-Partys im Umkreis, zu Dick Brave-Konzerten oder einfach, um mit ein paar Freunden irgendwo gemütlich etwas trinken zu gehen. Überhaupt ist Anka gerne unterwegs, so lässt sie sich mit ihrer Familie auf Gran Canaria gut gehen und will sich auch in ihrem späteren Beruf mit dem Reisen beschäftigen. Ihre Freunde schätzen sie als einen freundlichen und nahezu immer fröhlichen Menschen. Egal ob Schulstress oder Beziehungsprobleme, Anke hat ein offenes Ohr für jeden, verbreitet gute Laune und Optimismus. Sehr schön. Das schlägt sich auch in ihren Frisuren nieder, da sind wir beim Thema, die einem immer wieder von weitem entgegenstechen. Könnte eventuell auch auf diverse Friseurunfälle zurückzuführen sein, wie sie gerne behauptet. Das stimmt, ich hatte einmal richtig orangene Haare und das lag tatsächlich an einem Friseurfehler. Ich weiß noch, das war so ein Moment, ich glaube, den werde ich nie mehr vergessen. Da hat die Friseurin die Farbe rausgewaschen, ich wollte in die rötliche Richtung gehen und meinte nur, oh. Und dann hatte ich so ein richtig, also es war nicht nur ein Kupferstich, sondern es waren wirklich richtig orangene Haare. Doch Anka widmet sich auch ernsthaften Dingen, die ihr viel bedeuten, wie zum Beispiel das Theaterspielen. Seht ihr, da hat das Ganze angefangen in der Schulzeit. So ging sie in ihren beiden Hauptrollen in Shakespeares Sommernachtstraum und der widerspenstigen Zähmung voll auf. Ein kleiner Funfact am Rande, in beiden Theatern habe ich Männer gespielt. Dank meiner kurzen Haare war es klar, dass ich männliche Figuren spielen musste. Ihr könnt gar nicht glauben, wie froh ich war, als ich das erste Mal eine Frau gespielt habe. Eigentlich war es auch noch zur Schulzeit, da haben wir Schillers Kabale und Liebe auf Schwäbisch umgeschrieben und auch vorgeführt. Und da habe ich eine weibliche Rolle gespielt, habe aber auch Regie geführt und das war auch das erste und einzige Mal, dass ich einen Texthänger hatte auf der Bühne. Sonst ist es mir bisher nicht mehr passiert. Aber da habe ich mich so in diese Regiearbeit eingefuchst, dass ich irgendwie keinen Fokus auf meinen Text gesetzt habe. Und das ist mir dann zum Verhängnis geworden. Ist aber nicht so schlimm gewesen, ist kaum aufgefallen. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte auf die Männerrollen, genau. Ich habe da die Männerrollen gespielt. Das erste Mal dort in diesem Stück, in dem selbstgeschriebenen Stück, eine Frauenrolle. Und dann, als ich das erste Mal richtig Theater gespielt habe, hier bei mir in Blobberhausen, da habe ich in meiner ersten Frauenrolle auch direkt geheiratet und ein Brautkleid getragen. Zurück in die Zeitung. Wie man sieht, bleibt wenig Zeit zum Lernen, was unsere Anka aber nicht stört. Denn das Lernen gehört nicht unbedingt zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Ja, ich bin jetzt nicht die allerbeste Schülerin gewesen, aber auch nicht die schlechteste. Ich war immer so im Mittelfeld. Mein Abischnitt war 2,4, womit ich doch sehr zufrieden bin. Glaube ich 2,4, ne? Dennoch bemüht sie sich um gute Noten und manch einer hat sich schon darum beneidet, Vokabeln nach nur einem Mal durchlesen zu können. Ja, das habe ich immer gerne gemacht. So Vokabeln lernen, Sprachen war sowieso absolut mein Ding. So kann man Anka als eine gewissenhafte Schülerin bezeichnen, die außerdem so gut wie nie zu spät kommt. Das ist mir auch wichtig. Einmal kam es dann aber doch vor. Oh ja, das war schon ein sehr besonderer Moment. Ihr zu spät kommen sorgte aber für allgemeine und besonders Herrn Piep, also ich sage es mal Herr Piep, damit ist der Lehrer gemeint, einer meiner absoluten Lieblingslehrer, der mich durch viele Kurse begleitet hat, Deutschlehrer war, ja, großartig. Ihr zu spät kommen sorgte aber für allgemeine und besonders Herrn Pieps Erheiterung, als die freundlich grinsende Anka die ganze Klasse mit einem lauten, einen wunderschönen guten Morgen begrüßte. Ja, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, warum ich zu spät gekommen bin. Es lag irgendwie an einem Bus. Ich weiß, dass ich alleine an der Bushaltestelle stand und hatte echt ein ganz, ganz blödes Gefühl im Bauch, weil ich hasse es, zu spät zu kommen. Unpünktlichkeit ist für mich ein absolutes No-Go. Ich hasse es so sehr. Und finde es eigentlich noch schlimmer, wenn ich zu spät komme. Wenn andere zu spät kommen, okay. Aber wenn ich zu spät komme, das geht gar nicht. Und dann bin ich da echt mit einem mulmigen Gefühl irgendwie den Bus gestiegen, bin an der Schule angekommen, alle waren schon in den Klassenzimmern und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich dieser unangenehmen Situation aus dem Weg gehen? Ich muss einfach positiv an die Sache rangehen. Und ich weiß noch, wie ich geklopft habe, die Tür aufgemacht habe und dann einfach, ja, gestrahlt habe und einen wunderschönen guten Morgen gewünscht habe. Ja, so war dann das Ganze zu spät kommen gar nicht so wild.
Okay, weiter im Text. Nach dem Abi zieht es unseren schwäbischen Fischkopf sogar nach Oberschwaben, nämlich nach Überlingen am Bodensee. Sie dort zu besuchen kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten, da das Hotel, in dem sie ihr BA-Studium zur Tourismusbetriebswirtin mit Fachrichtung Hotel und Gastronomie beginnen wird, der Pieps-Hotelkette angehört. Anka kann es gar nicht mehr erwarten, bis sie die Schule endlich hinter sich hat, oh ja, und sich in ihren Traumberuf voll ausleben kann. Dabei wünschen wir ihr alles Gute und hoffen, dass wir uns trotzdem noch ab und an sehen. Und das ist nämlich der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich damals meinen Blog ins Leben gerufen habe, damit ich eben meine Schulfreundinnen und Schulfreunde so ein bisschen auf dem Laufenden halten konnte. Damals war das mit den Social Medias noch nicht so aktiv oder so groß. Deswegen habe ich einen Blog ins Leben gerufen und habe dort meinen Freundinnen und Freunden von meinem neuen Alltag erzählt. Und da sind dann auch die ersten Buchtipps eingeflossen und so hat sich das Ganze weiterentwickelt bis zum heutigen Zeitpunkt. Was für eine verrückte Zeit. Ich denke eigentlich mit guten Gefühlen an meine Schulzeit zurück. Es gab aber auch einige negative Aspekte. Ich war, wie gesagt, auch nie eine Schülerin, die super gute Noten geschrieben hat. Und ich wusste auch schon sehr, sehr, sehr früh, was ich werden will und worauf ich hinarbeite. Deswegen war für mich nach dem Abi nicht so der Moment, an dem ich irgendwie so an einem Ende irgendwie stand und nicht wusste, wie es jetzt weitergehen sollte, sondern ich weiß nicht, mein Weg war von vornherein irgendwie klar. Und darauf habe ich hingearbeitet, deswegen war alles andere irgendwie wurscht. So viel zur Anka aus der Vergangenheit. Ihr konntet mich jetzt so ein kleines bisschen näher kennenlernen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Sprung in die Vergangenheit gefallen. Mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, für ein ausgiebiges Leseupdate fehlt mir jetzt in dieser Folge so ein bisschen die Zeit. Aber da können wir dann ja in der nächsten Folge drüber sprechen, beziehungsweise gibt es ja schon am Sonntag, von euch aus gesehen jetzt am Sonntag, meinen Lesemonat und da erfahrt ihr dann, wie mir zum Beispiel auch dieses Buch gefallen hat. Ich habe The Passengers beendet und werde euch auf jeden Fall im Lesemonat ordentlich davon vorschwärmen. Ein ganz, 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 ganz tolles Buch. In Perfect Match bin ich gar nicht allzu weit gekommen. Ich glaube, euer letzter Stand ist tatsächlich Seite 76. Genau da steckt mein Lesezeichen auch immer noch. Ja, es liegt daran, dass ich in den letzten Tagen The Passengers gelesen habe. Jetzt geht es aber weiter mit Perfect Match. Ich freue mich sehr darauf, denn bisher gefällt mir dieses Buch ja sehr gut. Neu eingezogen ist unter anderem noch dieses Buch, Die wahre Geschichte vom traurigen Clown Federico. Es handelt sich hierbei um ein Bilderbuch. Aua, jetzt breche ich mir hier beim Büchervorstellen noch die Nase. Aber wisst ihr was, die Geschichte rund um dieses Buch, wie dieses Buch zu mir gekommen ist, ist eh mit so viel Drama irgendwie belastet und stimmt mich nicht wirklich glücklich. Deswegen passt es, dass mir dieses Buch jetzt noch eine mitgegeben hat. Ich lege es zur Seite. Ein weiterer Neuzugang ist dieses Buch. Das ist gestern bei mir eingetroffen. Orca Sommer, beziehungsweise habe ich es gestern aus meinem Postfach gezogen. Orca Sommer von Sabine Gibgen. Von der Autorin habe ich vor langer Zeit mal ein Buch gelesen, das auch am Meer gespielt hat. Und ich bin aktuell total in Meeresstimmung. Ich habe so ein bisschen Meerweh und ich glaube, da passt dieses Buch sehr gut dazu. Hier geht es um einen kleinen Orca, um einen kleinen Wal, der eines Tages ganz allein in einer Bucht auftaucht. Svenja fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, weil sie sich oft auch sehr, sehr, sehr einsam fühlt. Genauso wie sich wahrscheinlich der kleine Wal fühlen muss. Deshalb verbringt sie natürlich jede freie Minute am Wasser, am Ufer, um ihrem Wal möglichst nah sein zu können. Doch um ein Leben in Freiheit zu führen, muss Solo, so tauft sie den Wal, so schnell wie möglich wieder aus der Bucht verschwinden. Können Svenja und Alex ihm helfen? Wer Alex ist, weiß ich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und freue mich. Es ist ein Titel aus dem Magellan Verlag. Ich liebe die Bücher aus dem Magellan Verlag und dieser Titel ist übrigens neu aufgelegt. Der ist bereits 2018 erschienen, jetzt aber in diesem neuen Gewand erhältlich und wurde damals mit dem Delia Jugendliteraturpreis 2019 ausgezeichnet. Eine tolle Ehrung, eine tolle Ehre und ja, ich freue mich auf den neuen Roman von Sabine Gibgen. Nein, neu ist er ja nicht, nur neu aufgelegt. So, die letzten Minuten gehören natürlich wieder euch. Ihr habt meinen letzten Vlog wieder so lieb kommentiert. Vielen, 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 vielen Dank für euer tolles Feedback. Grüße gehen raus an Marlin, an The Reading Fox, an Maya 3007, an Kim, an Rebecca, an Nicole und an Emma. Emma, ich wünsche deiner Katze gute Besserung und hoffe, dass ihr schnell mit ihr in die Tierklinik könnt und abklären könnt, was mit ihr los ist. Unsere Pfötchen, unsere Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Kommentar der heutigen Folge ist der Kommentar von The Reading Fox. Du hast Folgendes geschrieben. Alte Sachen sind toll, immer her damit.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich rede eigentlich gar nicht so gerne über alte Geschichten, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe so ein bisschen Blut geleckt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, über gewisse Themen vielleicht mehr erfahren möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. 6 Richtige klang am Anfang so gut. Schade, dass es dir nicht gefallen hat. Das liegt hier auch noch. Da ist es noch. Ich hatte schon den Stift gezückt, um es auf die Wunschliste zu schreiben. Das kannst du nach wie vor machen, liebe The Reading Fox. Nur weil es mir nicht gefallen hat, muss es dir ja nicht auch nicht gefallen. Ist ja meine subjektive Meinung. Es ist halt aber auch so, das muss man wissen, dass dieses Buch halt auch schon ein paar Jahre alt ist. Und der Stil, der Erzählstil hat sich halt nun mal doch irgendwie verändert. Und für mich ist es aktuell nichts mehr, aber wenn du möchtest, ich kann dir das Buch gerne zuschicken. Dann liest du mal rein, vielleicht ist es ja was für dich. Lass es mich gerne wissen. Manchmal kriegt man keine Benachrichtigung bei YouTube. Ne? Da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Ich bin auch noch nicht hinter das Geheimnis gekommen. Schöner Vlog, liebe Grüße. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Du hast in letzter Zeit auch sehr, sehr, sehr fleißig und viel und so lieb kommentiert. Ich möchte mich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du meine Videos so fleißig verfolgst und schicke dir auch ganz, ganz viele liebe Grüße aus. Liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, wir sind am Ende dieses Vlogs angekommen. Ich werde mich jetzt gleich daran machen, das Neuerscheinungsvideo zu drehen für morgen, also für euch ausgesehen für vergangenen Sonntag. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich werde es euch gerne verlinken auf dem i und in der Infobox. Guckt gerne mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start ins Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ja.